Ich würde gerne gegen Manny Pacquiao kämpfen, aber natürlich soll mir dann erlaubt sein, meine ganzen Skills zu benutzen. Es muss mir erlaubt sein, ihn zu Boden zu werfen, zu treten, zu würgen, zu hebeln und so weiter. Und viele finden das unfair. Okay, aber ich finde es nicht unfair, weil er hätte ja das auch trainieren können. Ist ja seine eigene Schuld, wenn er nur Boxen trainiert hat. Ist ja sein Problem, oder? Ich finde, jeder Kampf Mann gegen Mann ist grundsätzlich ein fairer Kampf. Man einigt sich auf die Regeln, dann kämpft man, dann findet man heraus, wer stärker ist. Ich finde, da ist nichts Unfaires dran. Mir wurde zum Beispiel in meiner Karriere auch oft gesagt, oh, du hast nur gewonnen, weil du stärker bist. Und ich so, ganz genau, Brudi, hit the gym, man, trainier halt, werd stärker, was auch immer. Und wenn ich einen Boxer nur darum besiegen kann, weil ich auch ringen kann, dann ist das nicht eine Minderschätzung meiner Fähigkeiten, sondern dann ist das eben genau die gute Begründung. Das ist genau der Grund, weshalb ich mir diese Fähigkeiten antrainiert habe, weil sie eben wertvoll sind, oder? Und das ist genau der Grund, weshalb ich schätze Boxen, ich schaue das gern und Manny Pacquiao ist einer meiner liebsten Boxer, jedermanns liebster Boxer. Aber wir müssen auch realistisch sagen, dass die reinen Boxskills mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen werden, um einen MMA-Kämpfer aufzuhalten. Und da sehen wir eben wieder, dass es halt objektiv bessere Kampfkünste gibt, effektivere Kampfkünste gibt als andere, die geeigneter sind, um einen Mann im Zweikampf zu besiegen. Das ist einfach die Wahrheit. Ich bin möglicherweise auch größer, schwerer und stärker als er. Da ist nichts Unfaires dran. Ich stelle mich auch vergleichen, würde John Jones mich besiegen. Und das würde umgekehrt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Was ist, wenn ich gegen einen mit Stock kämpfen müsste, der ein Experte ist im Stockkampf, wie zum Beispiel mein Freund Benjamin Rittenau aus Bern? Hätte ich halt auch keine Chance, das wäre trotzdem nicht unfair. Unfair wäre es, wenn für uns unterschiedliche Regeln gelten würden. Es wäre unfair, wenn er die Regeln auf sich zugeschnitten hätte und mir zum Beispiel verbieten würde, Dinge zu tun, die ich besonders gut kann. Das ist unfair. Nimm einen MMA-Kämpfer gegen einen Boxer, der Boxer hat immer nur Boxen trainiert, der MMA-Kämpfer hat MMA trainiert und dann darf der MMA-Kämpfer die besten Skills nicht anwenden. Das wäre doch unfair. Eher wäre das unfair. Er darf ja auch versuchen zu ringen, zu treten, was auch immer, so gut wie er das dann halt kann. Also immer noch, hey, das Angebot steht und wer auch immer diesen Kampf hinkriegt, dass ich gegen den kämpfen darf, hey, da gibt's eine dicke, fette Belohnung. MMA-Kampf gegen Manny Pacquiao, auf wer wettet ihn? Auf wen wettet ihr? Wird er es schaffen? Boxen, ist er so gut? Oder werde ich ihn niederringen?